حبيبي قلب قلب. Ja, assalamu alaikum meine Lieben, hier ist wieder die Khadija. Also, was machen wir heute? Kipta. Ich glaube, ich habe schon mal ein Kipta-Video gemacht. Hier, es war ja Eid al-Adha, unser Opferfest. Das ist das Herz der Kuh. Wir haben das Herz bekommen und ein Stück von der Leber und dann halt noch ein bisschen andere Sachen. Noch ein bisschen Leber. Ja, was machen wir dazu? Zu diesem, das gibt heute Kipta, Innereien, Knoblauch. Das sieht viel aus, ich aber nicht viel. Das ist eine Knoblauchzehe. Die sind halt kleiner. Bissle mein Lieblingsgewürz von Maischef. Das wird halt dann super. Salz darf nicht fehlen. Zwei Tomaten, Paprika und Zwiebel. Mehr kommt nicht rein. Ich mache keine extra Gewürze. Das ist alles. Noch ein Schluck Zucker. Ja, und dann kochen wir mal zusammen. Gell, Mausi? Ja. Maschi. Yalla. So, Leute. Im Hintergrund hier seht ihr meinen Brutapparat. Wir brüten doch noch Enten aus in der Küche, gell? Das wisst ihr vom anderen Kanal. Nochmal Werbung machen. Ägypten-Vlog-Familie. Da gibt es immer jede Menge Tiervideos. Natürlich auch, wenn wir irgendwo in die Stadt fahren. Khadija geht mal wieder zum Arzt. Seht ihr alles? Ich war jetzt mal wieder beim HNO, Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Ja, da machen wir ein bisschen Shopping. Haben ein bisschen Sachen gefunden. Ja. Ach, Zwiebel. Das kann ich leider. Oh. Ja. Kipta habe ich sehr oft schon, glaube ich, ein Video gemacht, aber das ist immer wieder lecker und schnell zubereitet. Wir haben ja Opferfest gehabt und dann haben wir das eingefroren, die Sachen. Man kann ja nicht immer alles sofort verbrauchen, aber zeitnah aus der Gefriertruhe nehmen, dass es halt noch ziemlich frisch ist. Ne? Und ich kann euch sagen, solche Gerichte schmecken halt einfach frisch. Am besten. Ich habe das schon mal in Deutschland gemacht, aber das Fleisch ist anders. Kannst nicht vergleichen, die Tiere kriegen da anderes Futter. Die kriegen hochwertiges Futter, damit sie schnell zunehmen, keine Ahnung. Hier kriegen die Kühe halt, sag's mir, nichts Aufpuschendes. Also nur Stroh, Heu, Gras, Zuckerrohr, alles was so anfällt. Persim, Luzernenklee, dann ein bisschen Mais. Das war's. Also nichts extra, damit sie ein Pulver, damit sie noch mehr Milch legen, Milch geben. Ne, Eier legen die Kühe noch nicht. Das wäre gut. Gut, Zwiebeln sind geschnitten. Jetzt können wir die mal zur Seite. Fertig, so ist es besser. Bist du fertig, Mäuschen? Ja. Sehr gut. Ja, jetzt schneiden wir die ganzen, sehr hübsch ist sie. Jetzt schneiden wir die ganzen Knoblauchzehen, sagen wir mal so machen, damit man noch besser sieht. Ne, sieht viel aus, aber Knoblauch ist ein essentieller Bestandteil in der ägyptischen Küche. Das braucht man. Ne, das ist ganz, ganz wichtig. Die Mausi hat mir den jetzt schnell mal kurz geschält. Ja. So, und meine Freundin aus Kairo, also ne, die Dua, die lebt ja nicht in Kairo, aber die kommt aus Kairo. Die wird jetzt in Kürze auch kommen. Ihr geht es wieder besser psychisch und auch körperlich. Ja, und dann werden wir Kochvideos machen. Ne? So. Magst du auch schneiden und ein bisschen was erzählen? Hast du was zu erzählen für die Leute? Eigentlich nicht so. Ich auch nicht. Ich habe nie was zu erzählen. Mir kommt dann einfach irgendwie was, ne? Muss man ein bisschen was erzählen hier. Ja, das vom Gypsy machen, als wir das gemacht haben, vorgestern. Okay, dann mach mal den Ventilator aus. Der ist so laut, glaube ich. Bei Mausi hat so ein zartes Stimmchen. Ich muss sie noch trainieren vor der Kamera. Viel lauter sprechen, so wie die Khadija. Das laute Organ. So, dann. So, da bin ich. Also man sieht dich nicht. Warte, ich mach mal hoch. So, hallo. Also, ich bin in die Küche gegangen zu meiner Tante Selwa. Da habe ich meine Cousine Nafisi gefunden. Die haben da so Kartoffeln geschält, aber so. Ganz schlecht auf jeden Fall, weil sie hatten keinen Kartoffelschäler. Und dann habe ich meine Hilfe angeboten und habe gesagt, ja, komm hier. Ich sagte so, Moment, ich wasche meine Hände, weil es war auch eklig, wenn man die Hände von draußen sie nicht gewaschen hat. Ja, dann habe ich so die Kartoffeln mit dem Messer so langsam, ganz langsam durchgeschält. Und als ich mit den allen drei oder vier Kartoffeln war, als ich mit denen fertig war, ist erst der
Kartoffelschäler haben sie den erst geholt. Aha. Ja. Oder gefunden. Gefunden. Also das war dann zu spät. Typisch ägyptisch. Und dann hat Habiba gesagt, komm, wir machen doch. Und habe ich gesagt, Gypsy. So durch sie durch, weil mir ist es gerade so eingefallen. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, das wollte ich ganz sagen. Mhm. Und dann habe ich dann ganz langsam immer wieder so durchgeschnitten. Und bis wir dann ganz viele hatten. Und wir haben auch ein Prank gemacht mit meiner Freundin Mindy. Wir haben so eine rohe Kartoffel, kleine, in ein, wie heißt dieses Saft, wo nicht dieses Zuckersaft? Kanne? Brik? Was meinst du? Nein, das Pudra. Puder, Pulver, Pulver. Sorry Leute, ich muss immer probieren, ob es scharf ist, weil ne, die sagen immer, es ist nicht scharf und nachher habe ich hier nicht scharf. Wenn ich schreie, wisst ihr, es ist scharf. Ja, dann haben wir es in Pulver getan, Mangosaftpulver. Und dann haben wir gesagt, wir haben jetzt eine Überraschung für dich, mach die Augen zu und isst es. Dann haben wir es ihr gegeben und sie hat gesagt, und wir haben erwartet, i. Und dann sagt sie, und wir so, was? Und dann hat sie gesagt, es schmeckt echt lecker. Und wenn man erzählt, was das ist, dann hat sie aber blöd geguckt. Aber sie hat gesagt, es ist trotzdem lecker. Und die Chips, die sind was geworden? Ja, also ich habe erst drei gemacht in die Pfanne. Na, sie hatte Angst. Deshalb habe ich sie rausgemacht und reingemacht und so. Wo war die Cellula? Die Cellula war oben bei der Sehne. Und dann habe ich so drei, eins für Mini, eins für Susu und eins für Habiba. So kommen wir so, hier ist der erste Gang. Hier dürft ihr mal probieren. Die ersten waren sehr zart, aber dann hat sich jeder ein Brot gemacht. Und Chips hier rein. Ja. Gell, ihr habt jetzt gewartet, dass ich schreie. Wow, scharf. Nein, es ist nicht scharf. Ich bin jetzt schon bei den Tomaten. Aber eine leichte Schärfe ist in den Paprika drinnen. Oh, sorry. So, eine leichte Schärfe. Ja, meine Lieben. Ich zeige euch gleich dann, wenn das alles... Das würfeln wir erstmal alles schön und dann... Jetzt kannst du das ins Hühnerfutter packen. Dann freuen die sich. Ja, dann komm, machen wir jetzt weiter mit dem Fleisch. Ich hau immer alles rein in den Topf und tue das gleichzeitig. Das habe ich nämlich gesehen bei den Restaurants oder Straßenverkäufer. So. Haben wir schon ein anderes Messer. Mit so einem großen geht es besser. Die machen nämlich alles gleichzeitig. Ach, das schneidet auch nicht. Ich brauche mal einen Messerschleifer. Leute, das ist brutal. Ja, das geht besser, aber man muss hier drücken, dass hier was geht. Am Anfang waren die super scharf. Aber dann. Also, wir haben das Herz bekommen von der Kuh. Juhu! Da war in der Mitte ein Loch. Guck mal. Doch eins fehlt ja noch. Ihre Strumpfhose hat ein Loch. So. Ja, meine Lieben, schreibt mal in die Kommentare. Habt ihr schon mal Kepta gemacht? Viele sagen ja, das ist nichts für mich, aber wenn sie es mal probiert haben mit MyChef, dem Geschmack, das ist einfach, also on the point. Ne? Da ist nicht so viel Kreuzkümmel drin, das ist wirklich sehr, sehr lecker. Und die Mausi, die hat früher gar keine, ne, gar keine Innereien gegessen. Und jetzt, sag, komm mal. Also, ich habe es probiert, ich weiß nicht, du hast immer ins Essen dieses... Ich erzähle erstmal, was du sagst und dann erzähle ich den Trick, wie ich es hinbekommen habe, dass es dir schmeckt. Also ich so, okay, ich probiere jetzt Kepta. Als ich es gegessen habe, da war das schmeckt so gut. Ja, zuerst war für mich Kepta in meinem Mund so wie Pulver, fand ich es so. Ja. Ja, das war für mich der Geschmack halt so. Und ich habe einen Trick gemacht. Ich habe, weil sie immer wieder gesagt hat, Kepta schmeckt dir nicht. Ich habe einfach Leber in einen Mixer gemacht und habe es in die Soßen reingemogelt, damit sie sich an den Geschmack langsam gewöhnt. Und ich glaube, innerhalb von einem halben Jahr hat sie Kepta gegessen, weil sie immer wieder Leber bekommen hat, ohne es zu wissen. Und hat gesagt, es schmeckt. Das hat mich sehr gefreut. Der Trick funktioniert. Und Leber ist auch gar nicht so ungesund. Ne? Das ganze Eisen, was da drin ist. Und vor allem frisch von der Kuh. Ne? Also das kann
jetzt nicht mehr. Ja, so sieht's aus. Leute, ich melde mich gleich nochmal, nicht dass wir hier XXL-Video haben. So, seht ihr, ich bin schon fast fertig. Mahmoud, we need you for some joking. I'm not funny enough for these people. Ich bin nicht so lustig, ich brauche meinen Mann. You need some, we need some jokes. What? I cannot cook, sag. You want to make it? Hm? You want to help me, Masha, but not this knife. Yeah, this knife is the best what I have. Not Taras. Anyway, we are finished. And this I cannot, I only this two. The cat lahma is not so good. Katzenfleisch is nicht so. You need other knife for it. You're hungry for cat? Voll hungry. Wir essen heute Katze. Anyway, I finish all the killing outside. You finish? Der hat alle Katzen geschlachtet. Mashi, put them in the freezer. Mach ihn in die Gefriertruhe alle, die Katzen. Now we take all these livers. Oh, Mash. Body outside. Okay. And what we say to the people who bake, send us Sadaka, support, the money. Was sagen wir zu den Leuten, die uns gespendet haben für die Katzen, wenn du sie geschlachtet hast? What we say? Machen Halas, we feed it already with this money. You don't see how it's fat. Yeah. Oh, I'm in the Canada. You wash your hands? Yalla. Yeah. Mr. Chief. Then Sakina will go. Waha. So. You can see everything. Please, without hair from your hands. Mumkin. So, ich mache das schon mal auf dem Herd, Leute. Also. La la la. Mahmoud, don't mix. La 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 la. Don't mix in my things, please. You can put it also with... La, we make it all together like always. If you make your own kepta, make it. I will not make anything, I have not enough. Habibi, this is the camera. What do you mean? We are make... Aywa, we make video. You don't say to me this. We make video. Sehr witzig. Ah. Halas, this we give to the cats. And we eat full in Harata. Full of Amiya. I bring it already. So, halas. Bas? Bas. Okay, yalla. Von der Vogelperspektive, bitte. Das sehen wir wieder. Okay. You put it? Mm-hmm. Come put it and we see how it's looking. Bismillah. Horrible. Eh, horrible. You try the shatta? I eat it before. I hope it's hot that you not nobody hot. Eat. Halas. Halas. So, und das war's. Ihr habt gesehen. Und jetzt noch Salz und das Gewürz. Und dann lassen wir das 20 Minuten kochen und dann haben wir es geschafft. Und hier nochmal von Namen, also auf hohe Flamme und jetzt bekommt das Ganze. Ach so, sah. Guck mal, das ganze Messer. Jetzt zeige ich euch, wie viel man da rein tut. Du, ich mache eine gute Prise. Ich habe keine Rezepte, dass ich sage, hier, also am Anfang habe ich das immer gemacht für euch, aber bei mir geht immer jedes Rezept ein bisschen anders. Was? So. So wie das Pulver rauskommt. It must be good, so enough. Okay, Papa. Habibi. A little bit salty. Mm-hmm. And then gelip. Elip, elip, Habibi, elip, elip. Yeah. It's not hot? Yeah. It's not hot? No. Oh. Yeah. Spaß muss sein, gell? Heuer dann.
was really funny. You know how many vegetables we sell. I said, come, we need joking. This was the joking. Thank you, Habibi. Jetzt lachen sie alle. Alhamdulillah. And the hater will say, yeah, this is unhygienical, full ugly, so ugly. Ja, wir haben ja extra auch den Lampenschirm, unser Ding, aufgebaut, dass es hier mehr Licht gibt. Alles professional. Das kann die Cleaning 30 times in the day. Aywa, I know, Habibi. We have clean hands. But the Ambuba, ah, it's working. It's working. Mahmoud hat extra neue Ambuba, weil die ist gestern Nacht ausgegangen. Okay, Shen. So, nächste Runde, das köchelt vor sich hin. Ihr seht, kann man noch ein bisschen Wasser nachgießen, wenn das alles runter ist. Dann hat man ein bisschen mehr Soße. Ja, der Ägypter mag aber wenig Soße. Das soll richtig verbrannt sein. Ja, wir essen es lieber gern mit Soße und für meinen Mann mache ich es extra nochmal richtig trocken. Ne, richtig angebrannt. Angebraten. Oder angebrannt. Da seht ihr nochmal eine fette Prise Zucker als Geschmacksverstärker. Das haut nochmal richtig rein, die Geschmacksnerven. Und ich sage euch, der Duft der Liebe, dieser Knoblauchgeruch mit dem Paprika, es ist Liebe pur. Duft der Liebe. So, meine Lieben, das wäre jetzt fertig für uns. Aber mein Mann will ja noch bräuner. Und von dem her, also ich lasse jetzt mal so. Und für ihn brate ich extra. Ne? Hier braten die Pommes für unseren Arbeiter, aber das interessiert in diesem Video nicht. So, der Chef probiert, der muss ganz schnell los. Er bringt jemand zum Doktor. Wer könnt ihr raten, wer? Wer geht zum Doktor? Abudi. Ja. Soda, die Leute wollen sehen, schmeckt es oder nicht. Komm, Fleisch war ja jetzt gut. Ein bisschen lügen. Der lügt so viele Jahre schon. Ja, super. Super. Mausi, sit down. Try. Wir essen alle mit der gleichen Gabel, kein Problem. Try. You like your kipta? Ah, was? Gut? Yunus, möchtest du auch probieren? Nein. Warum schon wieder? Der will eh nicht. For Baba. Ja. Halas, you go now with Baba. Try. Yalla. Try. Hoppa, keine Muskels. Genau, du kriegst da Muskeln. Super. Okay, Leute, das war's im Video. Bis die Tage, Marcelina. Bye, bye. Nicht vergessen, liken. Ja, Fadl Ma'ani. Yalla. Bismillah. Super, so? Alhamdulillah. Masha'Allah.